Der Regen strömte, doch das war ihnen egal. Mit verwischtem Mascara tanzten die beiden durch die Straßen. Niki presste Lorna an die Wand und küsste sie leidenschaftlich. Gloria spürte, wie Reds Arme sich fester und fester um sie schlangen. Und auch wenn es nur Sekunden waren, so fühlte es sich für beide an wie eine Ewigkeit. Sie warf verführerisch ihr langes schwarzes Haar zurück. Wow, war das heiß! Sie musste lachen. Ich hoffe, sagte sie, dass das kein Gute-Nacht-Kuss war. Auf keinen Fall. Ich fange gerade erst an, raunte Red mit ihrer tiefen, kratzigen Stimme. Und jetzt war Pandoras Sexy Box offen und ich werde nicht mehr aufhören, an sie zu denken. Glorias Kopf ruhte an Reds Brust. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und schaute Red tief in die Augen. Red spürte ihr Verlangen. Ich strich eine Haarsträhne hinter ihr Ohr und streichelte ihre Wange. Sie küsste Gloria weiter und merkte, dass sie sich diesmal nicht mit einem Kuss begnügen würde. Ich liebe dich, Red. Und ich will dich. Jetzt. Dem werde ich ganz sicher nicht widersprechen, kicherte Red. Sie und Niki, ein weiches Bett und keine Wärter oder Insassen, die sie erwischen konnten. Sie sog den Geruch von Nikis Haaren auf, von ihrer Haut und ihrem Dasein. So sicher und geborgen hatte sie sich noch nie gefühlt. Gloria wusste immer, was Red wollte. Denn sie wollte es auch. Sie wollte Reds sanfte Lippen spüren. Ihre Küsse auf ihrem Körper, die langsam aber sicher in mehr übergingen. Rhythmische Bewegungen, die beide Frauen zur Ekstase führten. Küss mich, Galina, forderte Gloria. Sie würde nicht eher in ihre Bucht zurückkehren, bis sie Red ganz nah spüren konnte. Ihre Finger umfassten zärtlich die von Niki. Beide lächelten, als sie merkten, wie perfekt ihre Hände ineinander passten. Warum enden unsere Gespräche eigentlich immer so? Fragte Niki. Ich weiß nicht, aber eines weiß ich, dass es auf einem richtigen Bett viel mehr Spaß macht, als versteckt in einem Waschraum. Plötzlich nahm sie meine Hand und zog mich zu sich. Ich konnte es kaum glauben. Sie küsste mich, wie ich noch nie zuvor geküsst wurde. Red sah die leichte Frustration auf Glorias Gesicht. Sofort schnappte sie ihre Hand, zog sie näher zu sich und küsste sie innig. Gloria erwiderte den Kuss und umarmte Red fest. Ihr Kuss schmeckte nach Lippenstift und Rotwein. Aber jetzt standen mir und meiner schwarzhaarigen Fremden nichts mehr im Weg. Diese grünen Augen, du hast da ein bisschen Lippenstift. Red musste lachen, während sie mit ihrem Daumen sanft über Glorias Lippen wischte. Wo zur Hölle steckt sie? Murmelte ich genervt, aber ich muss zugeben, dass mich dieses Katz-und-Maus-Spiel enorm anmachte. Was ist? Fragte Gloria. Flüsterte Red.